Für den Innovation Award FH Wales 2009 in der Kategorie Umwelt- und Naturwissenschaften sind nominiert. Die EU-Biokraftstoffrichtlinie sieht bis 2020 einen Biospritanteil von 10% vor. Bisher wurde Bioalkohol, auch Bioethanol genannt, meist aus Getreide, Mais oder Zuckerrüben hergestellt. Diese Verfahren sind ethisch sehr umstritten. Bei Bioethanol der zweiten Generation wird der Alkohol aus Zelluloseanteilen von Pflanzen, zum Beispiel aus Stroh, Gräsern und Holz gewonnen. Barbara Hofer hat in ihrer Diplomarbeit im Auftrag der Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH ein Verfahren zur Gewinnung von Bioethanol aus Stroh untersucht. Also für gewöhnlich wird Bioethanol aus Stärke- oder zuckerhaltigen Materialien hergestellt, also so Zuckerrübe oder Getreide. Und ich habe es halt aus dem Weizenstroh gemacht. Das heißt, es ist ein zellulosehaltiges Material und muss zuerst enzymatisch aufgeschlossen werden, damit anschließend daraus Ethanol hergestellt werden kann. Das Ganze natürlich dient dem Ersatz von Benzin. Wir sind in einer Energiewende. Benzin geht aus, die fossilen Brennstoffe gehen aus. Und Barbara hat einen großen Beitrag dazu geleistet, damit diese fossilen Brennstoffe eines Tages ersetzt werden können. Bereits in den 80er Jahren wurde in der Abteilung Zellstoffanlagenbau der Voestalpine Industrieanlagenbau ein Gewinnungsprozess aus Stroh entwickelt, jedoch nie fertiggestellt. In der Diplomarbeit von Frau Hofer wurde dieses Verfahren reaktiviert, optimiert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Mit Hilfe von aktuellen, verbesserten kommerziellen Enzymen konnte das vorbehandelte Stroh noch besser in Zucker umgewandelt werden. Außerdem hat Frau Hofer eine simultane, also gleichzeitig ablaufende Verzuckerung und Vergärung eingesetzt, durch die die Prozesszeit nun verkürzt und damit Zeit und Geld eingespart werden kann. Schließlich entsteht durch die Vergärung des Zuckers mit Hilfe von Hefe Bioethanol. Auf der Basis der Diplomarbeit von Barbara Hofer haben wir zwei große Forschungsprojekte eingereicht. Beide sind genehmigt worden. Wir arbeiten zusammen mit den wichtigsten Universitäten in Österreich und in Deutschland. Ziel ist es, wirklich eine Pilotanlage zu errichten, um dann Bioethanol auf der Basis von Stroh industriemäßig in großen Mengen zu produzieren. Unachtsam weggeworfene Zigaretten und brennende Aschenbecher sind häufige Brandursachen. Eine EU-Bestimmung wird in absehbarer Zeit vorschreiben, dass eine glimmende Zigarette, an der nicht gezogen wird, innerhalb einer bestimmten Zeit ausgehen muss. Für diese neuen Anforderungen rüsten sich zurzeit die führenden Feinpapierhersteller. Also es war ja schon oft, hat man davon gehört, dass eben eine Zigarette, die was, wenn man einschläft, wenn es runterfällt, dass ein Wohnungsbrand verursacht, das kann mitunter sehr gefährlich halt eben werden. Und da ist jetzt eben die neue Technik, dass eben die Zigarette, wenn sie eben wo unachtsam liegen gelassen wird, dass sie einfach selbstständig ausgeht. Und das sind genau diese Zigaretten bzw. das Papier, was ich während meiner Diplomarbeit untersucht habe. Diplom-Ingenieurin Katrin Kapfer hat in ihrer Diplomarbeit für die Dr. Franz Feuerstein GmbH erstmals versucht, zwei Papieranalysemethoden, die TGA, thermogravimetrische Analyse, und die FTIR, die Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie, aneinander zu koppeln, um durch die gewonnenen Analysedaten viel schneller auf Parametereinstellungen beim Papierentwicklungsprozess Einfluss nehmen zu können. Das spart Entwicklungszeit und Kosten. Bei dieser Kopplung konnten wir oder konnte die Frau Kapfer feststellen, welche Abbauprodukte bei der Verbrennung vom Papier in Abhängigkeit des Beschichtungsmaterials des Papiers rausgekommen ist. Und das ließ sich eben nur über die Kopplung dieser beiden Methoden feststellen. Es stellte sich heraus, dass
die Entwicklungsrichtung, die wir für die Entwicklung dieses speziellen Papiers eingeschlagen haben, ich würde mal sagen, die richtige ist. Insgesamt hat Kapfer drei verschiedene Papiere untersucht. Bei diesen Untersuchungen konnten die signifikanten Unterschiede der Proben analytisch nachvollzogen werden. Das zeigt uns, dass diese Kopplung zur qualitativen Analyse von veredelten Feinpapieren absolut geeignet ist. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeit ist nun zunächst die Entwicklung einer Routinemethode geplant, wobei man in weiterer Folge die Analysemethode weiterentwickeln will, um in Zukunft auch einzelne thermische, flüchtige Bestandteile quantifizieren zu können. Wasserkraftwerke zählen bekanntlich zu den nachhaltigen Energiequellen, obwohl sie durch die baulichen Maßnahmen meist stark in die unmittelbare Umwelt eingreifen. Roman Pachinger hat nun in seiner Diplomarbeit ein neuartiges, flexibles Wasserkraftwerk entwickelt, das auf einfache und umweltschonende Art elektrische Energie erzeugt. Das Konzept der sogenannten Stromboje beruht darauf, dass die natürliche Strömung eines Flusses durch einen an einer Boje angebrachten Rotor und einen nachgeschalteten Generator in elektrische Energie umgewandelt wird. Bei der Diplomarbeit habe ich ein Kleinwasserkraftwerk, ein neuartiges schwimmendes Kleinwasserkraftwerk, weiterentwickelt. In dem Sinn, dass ich Strömungssimulationen mit Hilfe von Fluent, das ist eine CFD-Software, gemacht habe. Sprich, ich habe mir die Diffusorform, also die ganze Form der Stromboje und des Rotors angeschaut, was ist noch möglich, wie kann man die Form optimieren. Neben mathematischen Leistungsberechnungen war es Pachingers Hauptaufgabe, die Wasserströmungen in und rund um die Boje zu analysieren. Dazu wurden reale Untersuchungen in der Schiffsbauversuchsanstalt Potsdam durchgeführt. Vergleichend dazu wurden im Trockenen rechnerische Simulationsmethoden mithilfe einer CFD-Software durchgeführt und die Drücke, Rotorgeschwindigkeiten und abgegebene Leistung analysiert. Und die Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung war verblüffend gut. Das heißt, in weiterer Folge kann man sich diese Prototypenfertigung und die Vermessung der Prototypen im Strömungskanal ersparen. Stattdessen kann man am Computer mit Hilfe von numerischen Strömungssimulationen die Stromboje weiter optimieren und weiter verbessern. Das heißt, es können auf Prototypen verzichtet werden oder die Prototypenfertigung kann deutlich eingeschränkt werden und wir können mit Hilfe des Computers, mit Hilfe der numerischen Strömungssimulation die Stromboje fertig entwickeln. Die Ergebnisse der Untersuchungen fließen jetzt in die Optimierung der Kleinwasserkraftwerke ein.